Zwei Satzbälle für Chen Weixing. Matchbälle, Verzeihung. Erster Matchball abgewehrt. Zweiter geht durch, 11:9. Klare Angelegenheit, dieses dritte Spiel zugunsten von Chen Weixing gegen Jean-Michel Seff. Schade, dass es hier um nichts mehr gegangen ist, denn Charleroi ist bereits Champions League-Sieger, das steht fest. Aber eine tolle Leistung von Chen Weixing, den Belgier hier so glatt zu besiegen. Der SV Niederösterreich hat, wie auch schon im Hinspiel bewiesen, die Niederösterreicher haben die bessere Nummer 3. Allerdings die besseren Nummern 1 und 2 hatten in diesem Finale die Belgier. Aber er ermöglicht damit eines, nämlich das Duell, auf das viele hier warten, nämlich Werner Schlager gegen Wladimir Samsonow. Das wäre was gewesen, wenn sich die Champions League in diesem Spiel entschieden hätte. So kommt es aber zumindest zum emotionalen Duell der beiden Nummern 1. Werner Schlager bei SVS Niederösterreich und Wladimir Samsonow bei Charleroi. Beide waren schon Nummer 1 der Welt. Der ehemalige Weltmeister gegen den ehemaligen dreifachen Europameister aus Weißrussland. Zwei der gefühlvollsten, besten Spieler überhaupt, die es jemals gegeben hat im Tischtennissport. Der SV Niederösterreich, oder besser gesagt Chen Weixing, verkürzte also gegen den Tischtennis-Champions-League-Sieger Charleroi auf 1:2. Chen Weixing, ein starker Auftritt von Ihnen. Es scheint so, als fühlen Sie sich hier in Wiener Neustadt wohl. Ja, heute haben wir schon lange bei ganz Wochen, weil hier schon Vorbereitung. Dieser Match für uns wichtig. Und ich habe 100% gespielt, auch gut gespielt. Und ich habe zufrieden, aber leider, wir haben manche oder jetzt schon ein bisschen Probleme. Und das ist ein Problem. Wir haben gut ausgestellt, waren wir gut, aber wir haben 3-0 möglich. Wie kann man sich eigentlich noch motivieren, wenn man weiß, es geht um nichts mehr? Ja, wir wollen, weil hier viele Zuschauer, bei Wiener Neustadt, wir wollen bessere Spiele geben für die besseren Zuschauer. Das Duell Werner Schlager gegen Wladimir Samsonow. Wie ist denn dieser Weißrusse zu knacken? Welche Tipps würden Sie Werner geben, um den Weißrussen zu besiegen? Ja, ich glaube, Werner muss aktiv spielen und dann versuchen, alles möglich beginnen, top zu beginnen und dann mehr motiviert spielen zu können. Dankeschön. Also, aktiv spielen, die Initiative übernehmen, Samsonow sein Spiel aufzwingen. Es kann ein sehr, sehr schönes Tischtennisspiel werden zwischen Werner Schlager und Wladimir Samsonow. Zwei der besten Tischtennisspieler der Welt spielen hier, ohne dem Druck gewinnen zu müssen, gegeneinander. Und was wir hier sehen werden, das kann ich Ihnen versprechen, das ist Tischtenniskunst vom Allerfeinsten. Werner Schlager, Nummer 11 in der Weltrangliste. Der 34-jährige Mann aus Wiener Neustadt spielt hier vor eigenem Publikum. Das will natürlich zeigen, dass er nicht nur knapp gegen Li Qing verlieren, sondern auch gegen einen Wladimir Samsonow gewinnen kann. Da ist er, Wladimir Samsonow, die aktuelle Nummer 5 in der Weltrangliste. Vize-Europameister, um 3 Jahre jünger als Werner Schlager. Und einer der gefühlvollsten Spieler in der aktuellen Tischtennis-Szene. Haben sich schon große Duelle geliefert, diese beiden. Hier von einem Favoriten zu sprechen, ist hinlänglich. Jedes Spiel zwischen Schlager und Samsonow ist ein Stück Tischtennisgeschichte. Thank you.
14 Pro-Tour-Turniere hat Wladimir Samsonow in seiner Karriere gewonnen. 5 sind es auf der Seite von Werner Schlager. Werner Schlager, der unberechenbarere der beiden. Immer wieder neue, überraschende Varianten. Samsonow dafür, der komplettere Spieler, hat ein sehr umfangreiches Repertoire und vor allem viel Übersicht an der Platte. Also, vielleicht der Höhepunkt des heutigen Abends nach dem Sieg von Charleroi in der Champions League. Das Spiel von zwei ganz Großen im Tischtennissport. Starker Beginn von Werner Schlager, führt schon 4:2. Und brilliert hier mit einem guten Rückschlag. Richtung dieses Topspins von Samsonow antizipiert, steht da weit drüben, sieht, dass Samsonow hier die Seite wechselt, diagonal spielt. Ein Spiel, das bis jetzt gekennzeichnet ist von der Qualität der einzelnen Schläge dieser beiden Ausnahmekönner. Und vor allem befreit vom Druck, hier gewinnen zu müssen. Offener Schlagabtausch bisher. Angriff vorbereitet mit dem Aufschlag 8:8. Samsonow hat da den Rückstand wettgemacht. Ja,
langen Service kommt er nicht so richtig durch. Zieht Samsonov schon früh auf und wenn er dieses Service erkennt rechtzeitig, dann übernimmt er damit selbst die Offensive. Jetzt aber guter Rückschlag auch auf der anderen Seite, damit Satzball für Schlager. Der erste Satz geht an den Wiener Neustädter, 11:9. Schlager führt. Und auch kurz ins Publikum gedeutet, bitte leise sein. Diese Tischtennis-Etikette. Du sollst irgendwie mit Spin kommen. Wird schon ein paar Mal missachtet. Wenn er kommt mit Spin, sehr schwer nehmen. Du musst gegen Spin machen, keine Passivspiel. Immer mit Überrotation. Nach 2-0 sofort 4 Topspin. Er hat gewusst, kann nicht blocken und jetzt er versucht auch mit Spin anfangen. Jetzt mal, aber wenn einmal machst, er spielt sofort in deiner Mitte starke Topspin. Du sollst dort warten. Hand oben und gegenziehen am Tisch. Zu 9, erster Satz an Werner Schlager. Samsonov serviert Satz Nummer 2. Risiko, aber wenig Erfolg bei diesen Aufschlägen und einem guten Service. Glück gehört dazu, 4:4. Beide verzichten hier auf großartige taktische Varianten. Ein freies, offenes, schönes Tischtennisspiel. Spielt jetzt ein bisschen der Ärger von Werner Schlager mit, möglicherweise auch der Frust über das verlorene Finale und der Ärger über 3 Netzbälle in Folge bei Wladimir Samsonov.
Spiel ist nicht lange herum. Volles Risiko. Will den Punkt machen, geht das Risiko ein, den Fehler zu machen. 5 Satzbälle für Samsonov. Zweiter Satz an den Weißrussen. 11:6. Damit Satzausgleich. Wieso so ein sicheres für einen ganz weiten Start? Der erste war zu stark. 5 Rückhand. Schon 2-3 cm auf. 5-mal. 4-3. Wenn Gegentor sind, kommt das so zu Parallelwechsel an seiner Rücke. Weil er ist hinten. Eins zu eins in diesem vierten Spiel des heutigen Abends. Und bei Werner Schlager habe ich das Gefühl, dass er im Moment irgendwie mit seiner Mischung aus Frust und Wut im Bauch hier gegen Wladimir Samsonov spielt. Jedenfalls spielt er sehr druckvoll und auch sehr risikoreich im Augenblick. Auch schon gegen Ende des vorherangegangenen Satzes. Etwas zu hoch geschupft. Wir jetzt kompromisslos durchgezogen. Ja, Ball seitlich an der Tischkante, zu tief. Daher geht der Punkt an Werner Schlager. Sieht man es gleich, ja, seitlich in den unteren Teil der Tischkante. Einen Flip verleiten, das Schubduell abzukürzen, endet aber mit einem Fehler. 6:3. Nicht optimal serviert, aber auch gut erkannt von Samsonov. 8:5. Viel Tempo hier in diesem Topspin-Duell, das sehr nahe an der Platte ausgetragen wird. Der war schön. Im Vorbeigehen. Und
unter Ausnutzung seiner Armlänge zum 9:7. Ausgleich. Jetzt hat Werner Schlager die Chance hier aus der Hand gegeben, diesen Satz doch klar für sich zu entscheiden. Samsonov ist wieder da. Aber jetzt Satzball für den Wiener Neustädter. Viel Risiko verwertet, aber verwertet. 11:9. Auf Unterschied brauchst du einen sicheren ersten Topspiel, da kannst du alles machen. Wenn erste fehlen, dann haben wir sowieso ist nur Risiko. Und nur Platzierung Mitte, dann von Mitte kann nicht so viel Risiko kommen. Und von hier kommt und von hier kommt auch. Allzu viel haben sie sicher nicht zu sagen. Aber er weiß, was er zu tun hat in diesem Spiel gegen Wladimir Samson. 2:1 Führung für Werner Schlager gegen die Nummer 5 der Welt. Sehr schön von Samson. Ganz weit hinausgetrieben, dann der Rückhandblock und dann, ja, wenn er um 10 cm kleiner wäre, wäre er da nicht mehr hingekommen. Netzkante auf die Schlägerkante. 2:2. Ja, wenn man viel Risiko nimmt, muss man auch Fehler mit einkalkulieren. So eben geschehen. Die Rückhand kommt schon sehr gut. Also wenn Samsonov Schlager die Gelegenheit bietet, hier diese Rückhandpeitsche so richtig durchzuziehen, dann tut er sich damit selbst nichts Gutes.
Unglaublich. Also ich glaube, diese Rückhand kann man nicht besser spielen, als Werner Schlager es tut. Freuen wir uns auf ein schönes Spiel gegen den Vladi, hat er vor Beginn dieses Finales gesagt. Wir sehen ein schönes Spiel gegen den Vladi. Tag zu 5. Topspin vom Feinsten. Ah, schade. Jetzt lädt Samsonov Werner Schlager da ein, vielleicht jetzt gegen Ende dieses Spiels doch noch ein paar Showbälle zu spielen. Den hat er nicht getroffen. Aber jetzt. 4 Matchbälle für Werner Schlager und Wladimir Samsonov ist ein Sir. Er hat heute die Champions League zum 6. Mal gewonnen und er weiß, was er den Fans schuldig ist. Und jetzt ist das Match vorbei. Werner Schlager feiert seinen Sieg als kleines Trostpflaster für die verlorene Champions League in diesem Finale gegen Wladimir Samsonov. Das ewige Duell zwei der größten Tischtennisspieler aller Zeiten. Und das entscheidet Werner Schlager heute für sich. Es war ein Spiel ohne Taktik, es war ein Spiel ohne Druck, aber es war ein Spiel, in dem wir einige sehr, sehr schöne Bälle gesehen haben. Auf höchstem Niveau. Der Tischtennisabend hier in Wiener Neustadt, der ist gelungen, das muss man sagen, auch wenn die Champions League nach Belgien reist, der Pokal. Dennoch gibt es für Tischtennis-Gourmets hier einige wunderbare Happen zum Naschen. Ja, 2:2. Eine Partie ist noch ausständig, nämlich jene von Hu Jingzhao gegen Li Qing. Ja, 2:2 zwischen dem SVS Niederösterreich und Charleroi. Werner Schlager, plötzlich läuft es wie am Schnürchen. Zumindest optisch, ja. Man muss sagen, der Vladi hat sicherlich nicht sehr motiviert gespielt, aber ich habe diesmal wenigstens ein paar Bälle getroffen, also bin ich im Großen und Ganzen schon sehr zufrieden. Der Vladi ist ein Freund von Ihnen. Wie schwierig ist es eigentlich, gegen einen Freund zu spielen? Das ist ganz egal. Wenn wir am Tisch sind, nachher bekämpfen wir uns. Was passieren kann ist, oder was das Positive an dem Freundsein ist, ist, dass man, wenn man weiß, dass man verloren hat, nachher zollt man den anderen eben so viel Respekt, dass man nachher nur für die Leute ein bisschen schöne Bälle spielt. Und das haben wir heute auch versucht und auch gemacht. Ihre Champions-League-Bilanz im Finale mit Hinspiel, 2 Siege, 1 Niederlage. Mit Ihrer persönlichen Bilanz zufrieden? Ja, aber wie gesagt, das ist eine Mannschaft. Finale und es geht um die Mannschaft und mannschaftsmäßig haben wir leider verloren, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass unsere Mannschaft in diesem Jahr eigentlich eine super Leistung gezeigt hat. Wir sind ins Finale gekommen, wir haben ein Semifinale ohne chinesische Verstärkung für uns entschieden. Das war eine wirklich, wirklich sehr, sehr starke Leistung und von daher eigentlich muss man heute ganz einfach sagen, dass die Belgier das bessere Team waren. Die Belgier sind zum dritten Mal das beste Team, denn zum dritten Mal hat man im Finale verloren. Warum kann man die eigentlich nicht knacken? Ich möchte den Teufel jetzt nicht an die Wand malen. Ja. Sie sind einfach ums Einzel besser und wir sind da in der Champions League, das ist kein Wunschkonzert. Ja.
wir müssen alle unser Bestes geben und heute waren die Belgier wieder mal besser. Nächstes Jahr, nächster Versuch? Hoffe ich doch, sicherlich. Dankeschön. Danke. Ja, das letzte Spiel des heutigen Abends hat bereits begonnen. Hu Jingqiao gegen Li Jing. Verteidigender Chinese gegen angreifenden Hongkong-Chinesen. Und es steht 2-2. Starker Beginn, auch gegen Samsonov hat Hu sehr gut begonnen, hat den ersten Satz ja gewonnen, 11-8. Jetzt auch gegen Li Jing. Sehr schwungvoll. Daumen dabei, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe vom Klang, hat er diesen Ball ein bisschen auch mit dem Finger getroffen. Schade, gute Idee. Nicht perfekte Durchführung. Das war besser. 7-6. Zu früh in den Ball hineingegangen, hat den anders erwartet, diesen Aufschlag. Dafür jetzt ein sehr guter Rückschlag. In die Bewegungsrichtung von Hu Jingqiao. Eine der größten Stärken von Li Jing ist es, dass er bis zum Schluss des Satzes voll konzentriert ist, im Gegensatz zu Hu. Der hat auch schon beim Hinspiel gezeigt, dass je länger der Satz wird, seine Konzentrationsleistung etwas dazu neigt, nachzulassen. Erster Satzball abgewehrt. Und auch der zweite.
Der geht zu weit, damit geht der erste Satz an Li Jing. 12 zu 10. Der erste Satz in der bereits fünften Begegnung, der nicht mit der üblichen Punktezahl von 11 beendet wird, sondern der quasi in die Verlängerung geht. Stimme inhaltlich voll zu und gehe zum zweiten Satz. 1 zu 0 die Führung für Li Jing. Sehr gefühlvoll jetzt die Verteidigung, nachdem er vorher ein paar Fehler produziert hat bei den unterschnittenen Bällen. Aber jetzt sehr sauber. Schön. Immer wieder schmuggelt er da so einen Seitenschnitt in seine Bälle hinein, wo die für den Gegner sehr, sehr schwer zu sehen sind. Äußert sich dann in den ersten Blick unerklärliche Outbälle. Fragender Blick auf den Belag, das bedeutet, dass er offensichtlich mit seinem Schlägerbelag nicht ganz zufrieden ist. War auch schon im Hinspiel zu sehen. Tischkante. Und noch einmal. Schöner Tempowechsel allerdings von Hu zuvor. Li Jing bleibt da konsequent dran. Gute Beinarbeit auch des Hongkong-Chinesen. Führt 8 zu 6. Oh.
lässt sich da nicht überraschen von dem Block von Li Qing. Da wahrscheinlich nicht mehr damit gerechnet, dass der noch einmal zurückkommt. Aber aufmerksam geblieben. Topspin aus allen Lebenslagen. Zwei Satzbälle für Li Qing. Der erste Mal eindrucksvoll abgewehrt. Der zweite geht durch. 11:9, auch Satz Nummer 2 an Li Qing. Chen Weixing hat nach wie vor die besten Kontakte auch nach China, die den Österreichern noch sehr viel bringen. Er und Liu, der Trainer der Damen-Nationalmannschaft. Verbindet überhaupt eine sehr, naja, kann man so sagen, innige Beziehung Österreich und China, auch durch Werner Schlager als Person, der ja dort einen hervorragenden Ruf genießt, und so kommen die Chinesen auch nach Österreich, um hier gemeinsam zu trainieren, um auch einen Länderkampf zwischen Österreich und China zu bestreiten, das Ganze vor der Weltmeisterschaft in Zagreb. Das tun sie sonst mit keiner Nation. Schade, so ein schöner Ballwechsel und dann will er ihn auch noch besonders schön abschließen. Er bringt ihn nicht übers Netz. In der Zwischenzeit der nächste Punkt für Li Qing, führt 4:1 im dritten Satz. Timeout. 轻松一点，哎呀，不用那么重，你全发死力抡的，那就不用发死力抡的嘛。你哪有弹上去有？你干嘛？所以你妈发200%的力量，对吧？不是，连就得连续，当打，所以说，你要调自己状态。 Schöner Angriff, gibt ihm vielleicht jetzt noch einmal Selbstvertrauen. Auch die beiden liegen in der Weltrangliste unmittelbar nebeneinander. Li Qing Nummer 12 und Hu Jintao Nummer 13. Thank you.
Na, wieder ein schöner Block zunächst von Ho und dann macht er den Fehler, aber das weiß er selbst. Dass der Ärger darüber berechtigt ist. Statt oben drüber. Li Qing führt 7:5. Ich glaube, der war auch noch an der Tischkante, deswegen der Absprungwinkel des Balles nicht berechenbar für Ho, daher geht der Punkt an seinen Gegner. Fünf. Das scheint die nächste klare Abfuhr zu werden für Hu Jingzhao, der in diesem Finale eigentlich die einzige wirkliche Enttäuschung auf Seiten der Niederösterreicher ist. 5 Matchbälle für Li Qing. Und jetzt ist die Partie vorbei. Li Qing schlägt Hu Jingzhao mit 3:0. Und damit gewinnt Charleroi auch das zweite Finalspiel. Mit 3:2. Hu bleibt für mich die Enttäuschung in diesem Champions League Finale, hat alle seine Spiele verloren und das als Nummer 13 der Welt. Man hat ihn als Verstärkung geholt. Er war auch eine Verstärkung in den Gruppenspielen. Im Finale war er es nicht. Da hat der Chinese ausgelassen. Es bleibt der Höhepunkt des heutigen Tischtennisabends. Der Sieg von Werner Schlager gegen Wladimir Samsonov und der Sieg von Chen Weixing natürlich gegen Jean-Michel Seif. Der Titel, der Champions League-Titel, der geht zum 5. Mal nach Belgien, nach Charleroi. Noch einmal die gesammelten Ergebnisse dieser doch längeren, aber sehr schönen Tischtennisnacht. Werner Schlager verliert gegen Li Qing, dann verliert Hu gegen Samsonov. Chen Weixing gewinnt gegen Jean-Michel Seif, dann der Sieg von Schlager gegen Samsonov und schließlich zum Abschluss die 0:3 Niederlage von Hu gegen Li Qing. Es war ein Abend, der Werbung gemacht hat für den Tischtennissport in Österreich, hat auch die Resonanz hier im Publikum gezeigt. Viele Besucher sind in die Arena Nova gekommen, haben hier für sehr, sehr gute Stimmung gesorgt. Also Werbung für den Sport war dieses Finalrückspiel heute in jedem Fall. Und jetzt steht er da, der Pokal, das Objekt der Begierde. Der wieder nach Belgien reisen darf. Im vergangenen Jahr war er ja in Deutschland bei Gönnern. Die Deutschen Gönnern, die Vorjahressieger, die sind heuer bereits im Halbfinale an Charleroi gescheitert. Also die Revanche ist gelungen. Jetzt warten natürlich noch die Niederösterreicher auf ihre Revanche, auch einmal vielleicht gegen Charleroi zu gewinnen und die Champions League nach Niederösterreich zu holen. Viermal waren sie ganz knapp dran, viermal im Finale, viermal hat es nicht gereicht.
Stefano Bosi. I want to limit the two finals. Last week in Charleroi and here today. Two big matches between the two best teams we have in Europe. Two wonderful clubs with wonderful players, a lot of capable officials, a lot of sponsors that I'm thanking a lot. But this is also the right moment to thank these wonderful spectators who were supporting the team. Noch. Ein paar Festansprachen gehört natürlich auch dazu zu so einer Pokalübergabe. Für den SV Niederösterreich bleibt wie schon viermal das Trostpflaster. Zwar sensationell gespielt zu haben, gut gespielt zu haben, aber das Finale hat man bereits zum dritten Mal gegen diese Herren aus Charleroi verloren. From the European table tennis, from all those who are dreaming to be like you are this evening. All the best, and thank you for this nice moment. Thank you, Mr. President. And nun kommen wir zur Siegerin, die vierte Mannschaft von der Israelischen Aufstellung zu nehmen. Tja, es ist soweit, es nehmen die Mannschaften hier Aufstellung. SV Niederösterreich bekommt die Medaillen für den zweiten Platz. Bereits zum vierten Mal Platz 2 in der Tischtennis Champions League. Starke Leistung dennoch. Den Applaus haben sie sich verdient. Und im nächsten Jahr gibt es den nächsten Anlauf, den nächsten Versuch. Vielleicht klappt es ja dann. Konstantin Lengerow, der hier im Finale nicht zum Einsatz gekommen ist. Daniel Habeson, der hat im Halbfinale gespielt und stark gespielt. In Granada, den spanischen Verein, bei dem ja auch ein Österreicher spielt, nämlich Robert Gardosch. Und nun werden die Goldenen übergeben an die Mannschaft von Charleroi. Ich bitte. So, und jetzt gibt's zunächst die Goldmedaillen für die Belgier, für Li Qing. Ganz rechts hier im Bild Wladimir Samsonov, den großen Weißrussen Jean-Michel Seff, den Lokalmatador und Alexei Smirnov, der ebenfalls im Finale nicht zum Einsatz gekommen ist. Gratulation an diese Herren. Sie haben ihre Vormachtstellung, ihre Dominanz im europäischen Club-Tischtennis wieder einmal unter Beweis gestellt. Ja, und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die Trophäe, den Pokal, ganz schön schwer, ganz am Beginn haben wir gesehen, bei unserem Moderationstisch von Roland Hönig. Mittlerweile steht der ohne Tisch und ohne Pokal da. Und mit diesen Bildern und dem Jubel der Belgier sage ich danke fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es waren wunderschöne Tischtennisspiele von den Besten der Welt, die wir hier gesehen haben. Freuen Sie sich mit den Belgiern.